Service-Terminanfrage. Falls Sie einen Besuch bei Ihrem Servicepartner planen, können Sie über das Portal Skoda Connect oder die MySkoda-App einen Termin vereinbaren. Wählen Sie im Skoda Connect-Portal die Kachel Servicepartner im Dashboard. Nachdem Sie Ihren Servicepartner ausgewählt haben, sehen Sie die Schaltfläche Termin vereinbaren. Klicken Sie darauf und wählen Sie zunächst die gewünschte Serviceleistung aus und fügen Sie gegebenenfalls weitere Informationen hinzu. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter. Nun können Sie das gewünschte Datum und die Uhrzeit auswählen. Bitte wählen Sie auch ein alternatives Datum und eine alternative Uhrzeit aus, damit der Servicepartner weiß, wann Sie verfügbar sind, falls zur bevorzugten Zeit keine Kapazitäten vorhanden sind. Klicken Sie erneut auf Weiter und wählen Sie aus, ob Sie ein Ersatzfahrzeug benötigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Service-Zusammenfassung und prüfen Sie die Zusammenfassung des gewünschten Servicetermins. Klicken Sie abschließend auf Bestätigen. Der Servicepartner erhält Ihre Anfrage und setzt sich mit Ihnen in Verbindung, um entweder einen der gewünschten Termine zu bestätigen oder einen anderen geeigneten Termin zu vereinbaren. Sie können auch in der MySkoda-App einen Termin anfragen. Der Prozess ist ähnlich wie im Skoda Connect-Portal. Klicken Sie einfach auf die Kachel Servicepartner und dann auf die Schaltfläche Manueller Termin. Wählen Sie zunächst die gewünschten Serviceleistungen aus. Klicken Sie auf Weiter und fahren Sie fort mit der Auswahl der Wunschtermine und Wunschzeiten. Klicken Sie erneut auf Weiter und wählen Sie, ob Sie ein Ersatzfahrzeug benötigen. Nachdem Sie auf Weiter geklickt haben, können Sie alle weiteren Informationen hinzufügen. Wenn Sie dann erneut auf Weiter klicken, sehen Sie die Zusammenfassung Ihrer Terminabfrage. Klicken Sie nun auf Fertigstellen. Nach einem Klick auf OK wird eine neue E-Mail in Ihrem E-Mail-Programm erstellt. Jetzt müssen Sie nur noch auf Senden klicken und Ihr Servicepartner wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und die Details des Besuchs vereinbaren.